So Leute, was geht ab? Ich habe endlich nach mehreren Aufnahmen endlich mal so eine Idee, was ich erzählen sollte. Ich habe jetzt mal einige Erfahrungen mit den Kindern und irgendwie auch einen schlechten Eindruck von denen. Es ist ja nicht so, dass die mich unbedingt jucken, aber kennt ihr das? Ihr macht überhaupt nichts und die greifen euch an, nerven euch oder machen irgend so eine Scheiße mit euch, dass ihr auf einmal sagt, was habt ihr für Scheißeltern? Und es betrifft nicht jedes Kind auf dieser Welt, also das ist so eine Vorwarnung, wenn ihr euch beleidigt fühlt, wenn ihr irgendwie 7 Fötus, Follikel, Sperma oder sowas seid, fühlt euch nicht beleidigt, wenn ihr der Meinung seid, ja, ich bin nicht so irgendwie, dann seid einfach gechillt und schaut dieses Video an. Also eben, ich habe schon einige Erfahrungen gemacht und einige Erlebnisse erlebt und da kann ich immer sagen, what the fuck sind das für Kinder, what the fuck sind das für Eltern und ich habe sowas nie gemacht und meine Kumpels auch nicht, nie oder nimmer, keine einzige Person, die ich kenne, hat sowas getan. Und dann, ja, also, wisst ihr was, lasst uns einfach beginnen. Also ich will da nicht so viel beefen und so, ich will einfach sagen, ihr kennt ihr das, ihr seid Asiate, geht zum Tempel, zockt davor ein Smartphone oder auf dem Laptop, da kommen einfach so Kinder, die sind voll mit Sperma, Fruchtwasser und so, die stecken ihr Kopf zwischen euch und dem Bildschirm, ich einfach so, hä, der sieht kaum was, ich glaube kaum, dass seine Augen auf so eine Distanz fokussieren können. Es ist circa 5 mm Abstand vom Bildschirm. Und ich so, hey, what the fuck? Also erstmal sehr, sehr freundlich. Oh shit, sorry. Also eben, am Anfang ganz höflich gesagt, kannst du bitte auf die Seite gehen? Der Junge ist einfach so, hat nicht mal geantwortet. Ist so, bitte, ich sehe nichts, ich sehe nur deinen Kopf. Und der bleibt einfach so, starrt auf dem Bildschirm. Und ich habe einfach einen Laptop geschlossen, also zusammengeklappt und bin ja woanders gegangen. Der Typ, dieser Junge, hat mich einfach gefolgt. Nicht so, what the fuck, bin ich auf Twitter oder so? Der hat mich einfach gefolgt. Und dann bin ich ins andere Zimmer gegangen und der so wieder sein Gesicht und ich so, hä, was soll diese Scheiße? Wieso folgst du mich? Wieso tust du dein Gesicht vor meinem Bildschirm? Was habe ich dir getan? Bist du behindert oder so? Wo sind deine Eltern? Der hat dann sein eigenes Smartphone, konnte nicht zocken, hatte keine Idee, musste einfach zuschauen, was ich mache. Ich meine, dass mit der Ablenkung so, dass du deinem Kind ein Smartphone gibst, das ist die behindertste Idee. Und nun kommen wir zum nächsten Punkt. Wie soll ich das sagen? Kinder und YouTube. YouTube ist ab 13 und da gab es noch diese Paulana-Scheiße da. Ich möchte einfach sagen, Kind, wieso bringt man sein eigenes Kind auf YouTube? Vor allem diese Kommentare sind so krebserregend. Vor allem, die können nicht mal eigene Meinungen so bilden. Und schreiben sie immer das, was die anderen YouTuber sagen. Zum Beispiel, ich finde PewDiePie nicht so toll. Ich finde PewDiePie nicht so toll. Ich esse Reis. Und das ist wie ein Echo, einfach mit kindlicher Stimme. Das, was auf dem Internet abgeht. Die können nicht mal wehren und sagen, ja, ich finde PewDiePie schreit zu oft und so. Und keine Ahnung, aber ich finde seinen Content wirklich hilarious und gut. Ich finde seine Weise, Art und Weise ist wirklich nicht halt für jeder, aber ich finde es toll und so. Nee, sowas gibt's hier nicht. So, es heißt einfach eiskalt, weil es der andere gesagt hat. Und jetzt mal zum anderen, so ein anderes Thema. Wenn man hier Fail Complications sieht oder keine Ahnung was, halt Unfälle und so, da heißt es, macht es zu Hause nicht nach. Die Eltern, die meisten Eltern von 90s Kids waren immer wieder gerne den Kindern, dass sie das nicht tun sollten. Wenn ihr so eine Show seht, mein Junge, macht es nicht nach, und ich so, okay, also warte, das auf Asiatisch. Also, wenn du sehen, genau, mein Teil da lahm, genau, mein Gong, komm du lahm, da, genau, gefährlich. Und ich nickte so, okay, ist gefährlich, ist. Und die Warnung ist hinübergekommen. Geh über die Straße und schau, wenn du über die Straße gehst, schau auf die Straße und so, das ist jetzt was anderes, aber zum Beispiel, wenn so ein Typ mit Strom spielt, so ist wirklich so, ich bin blitzbändiger, zu. Wow, eben, macht das nicht nach. Und ich so, okay. Und eben, von heute
Und das von heute kam irgendwie... Yo, die sagen überhaupt nichts. Wirklich, die Eltern sagen überhaupt nichts. Manchmal stehen sie einfach so neben... Die stehen einfach hier. Schauen uns das Kind, wie das Kind auf meinen Laptop sabbert. Oder auf meinen Smartphone sabbert. Die sagen überhaupt nichts. Und wenn sie so Sachen sehen wie... Menschen zerschneiden und so. Ich will auch Menschen zerschneiden. Was? Nichts. Haben deine Eltern nicht davon gewarnt oder so? Du sollst es nicht nachmachen. warte, das ist jetzt ein Scherzbeispiel. Aber eben, es gab noch so... Okay, ich erzähle euch noch eine andere Geschichte. Ich stecke das mal in den Link, das ist kein Promo oder so. Von Domix, dieser Junge, der das geglaubt hat mit dem Finger. Eben, diese Leichtglaubsfähigkeit, das ist einfach krank. Da muss man halt einschreien und sagen, mach das nicht. Und jetzt noch das andere. Diese verwirrenden Kinder, die so das Gefühl haben, ich bekomme alles, was ich will. Und ihr könnt auch schon vorstellen, so ein Junge, der sowas sagt, nachher zoomt die Kamera so nah ins Gesicht und nachher sagt er sowas. Mama? Ja? Ich will PS4. Nein? Ich will! Oh, hier. Nee, warte, dein Vater zahlt. Schatz! Ja? Komm mal hierher! Wieso? Ja, also, dein Junge will ein PS4. Wieso? Wieso muss ich das zahlen? Ja, du wolltest doch kein Kondom anziehen. Oh, hier, deine PS4. Ja, ich will Black Ops. Dieses brutale Spiel, also, es geht nicht nur um das Blut, es geht darum, dass du ausrastest, weil es ist ziemlich difficult, es gibt so viele Pro... Halt die Fresse! Von wo hast du dieses Wort gelernt? YouTube. Okay, und dann geschieht halt diese Scheiße, dann joint ihr, dann spielt ihr so ein Spiel, dann habt ihr so ein Headset an, dann hört ihr so kleine Kinder am Rumschreien und dann denkt ihr so, und hast du was aus der Sache gelernt? Nächstes Mal Kondom. Und dann fast wie so, ja, es geht noch eine andere Geschichte, die ist auch ein wenig beefig. Überhaupt nicht beefig, aber ist einfach behindert. Wir gingen mal, also Jan Plays und ich sind mal vor sein Haus, standen mal vor sein Haus, haben dort ein wenig abgehängt, ein wenig geredet. Ich habe so ein Pennyboard und er so ein Longboard. Da kam so ein Junge, der hatte ernsthaft das Gefühl, hey, Jan, gibst du mir bitte dein Longboard? Und irgendwie kam das voll ernst rüber. Ich denke, das war nicht mal Spaß gewesen. Der wollte ernsthaft sein Longboard. Der dachte ernsthaft, der würde so ein Longboard bekommen. Der würde ernsthaft so ein YouTuber-Tool bekommen. Wirklich, so. Der kommt einfach und denkt, bekam ich dein Longboard? What the fuck? Wieso willst du ein Longboard? Frag doch deine scheiß Eltern, du bekommst nicht was. Oder im Tempel war es auch so, bekomme ich deinen PS4-Controller? Ich will auch damit auf dein Smartphone spielen. Das gehört mir. Und du wirst mit Saber, du wirst voll Saber, du würdest es, würdest, ich kann nicht mal recht, tut mir leid, ich kann nicht mehr richtig sprechen, aber die haben ölige Hände. Wieso soll ich ihnen Controller geben? Also das war schon mal gewesen. Ich weiß, das Video ist wirklich stressig und die meisten, denen fällt es nicht. Die meisten, vor allem Erwachsenen, denken wahrscheinlich, ich erziehe mein Kind perfekt. Gib ihnen ein Smartphone, Schatz. Gib ihnen ein Smartphone.